Und willkommen zurück bei The Witcher. Vor uns steht die bezauberte und halbnackte Triss mit den etwas komischen Augen, finde ich. Sieht ein bisschen, weiß nicht, so kalt aus. Sah nicht schon immer so aus? Egal. Auf jeden Fall haben wir gerade mit ihr rumgemacht. Das war auch notwendig, denn wir waren halb tot. Und der Hexer ist nun in Kapitel 3 endgültig wieder fit. Ja, wir haben einiges mitgemacht im letzten Part. Wollen es nun aber erstmal ruhig angehen lassen und mit der Guten sprechen. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse, weil sie hat ja meine Gedanken gelesen, was ich schon in letzter Zeit getrieben habe. Naja, mal gucken, ne? Ihr habt etwas von magischen Anomalien erzählt. Verschiedenste Dinge können sie auslösen, aber vor allem können sie die Ursache von wahrhaft Bösen sein. Als ich mich das letzte Mal so fühlte, habt ihr und eine gewisse Zauberin versucht, einen Djinn einzufangen und dabei eine halbe Stadt zerstört. Ihr werdet euch wohl nicht erinnern, aber vieles stand auf Messerschneide. Ich erinnere mich nicht. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich habe einige Magiesensoren, die in Vizima verteilt werden müssen. Sie werden uns helfen, die Quelle der Anomalie zu finden. Ach, sehr schön. Diese Zauberin, die sie da erwähnt, ich glaube, die lernen wir in Teil 2 kennen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das die gleiche ist. Finde ich cool. Naja, auf jeden Fall machen wir natürlich das mit diesen Magiesensoren. Natürlich. Gebt mir die Sensoren. Ich kümmere mich darum. Stets gern zu Diensten. Wozu hat man schließlich Freunde? Ich habe im Händlerviertel in der Nähe des Rathauses eine perfekte Wandnische gesehen. Bringt das zweite Teil im Tempelbezirk nahe beim Eingang zu den Kloaken an und das dritte auf dem Friedhof von Vizima. Wir bauen ein Radcliffsches Dreieck auf. Ihr wisst sicher, dass Dreieckspeilung in solchen Fällen am wirksamsten ist. Wenn du das sagst, ich glaub dir fast alles. Wie kommt ihr denn hierher? Lange Geschichte. Als ihr Männer wie wild durch die Gegend gerannt seid. Was sich als sehr wirksam erwies. Nun, ich beschloss, mit unkonventionellen Methoden nach den Salamandra zu suchen. Mit Erfolg? Und ob. Ihr werdet es zu gegebener Zeit erfahren. Warum nicht jetzt? Um diese Informationen zu bekommen, musste ich versprechen, euch nicht einzuweihen. Geduld, Hexer. Ach komm, es bleibt unter uns, was soll denn das? Ich hab gedacht, wir sind vertraut und so. Na gut. Mit wem habt ihr durch den Spiegel gesprochen? Ihr habt mich gehört? Ach, Zaubererkram, nichts Wichtiges. Hörte sich aber ernst an. Ich musste ein paar Dinge versprechen, um etwas über die Salamandra zu erfahren. Ihr könntet... Vertraut mir. Es war nichts Wichtiges. Also entweder stimmt es, was sie sagt, oder sie verarscht mich. Und in solchen Spielen bin ich pessimistisch. Sie wird mich verarschen. Naja, kann ich nichts machen. Wir sehen uns später. Bis bald. Ach, das hätte ich fast vergessen. Was? Leuwarden, ein Kaufmann, möchte euch sehen. Er veranstaltet Bankette im Neu-Narra-Court. Bankette mag ich nicht. Es werden wichtige Leute da sein. Ich weiß nicht. Einschließlich Prinzessin Ada, deren Fluch ihr aufgehoben habt. Offenbar ist sie ein klein wenig besessen von euch. Ich werde darüber nachdenken. Ich werde kommen. In Ordnung. Ihr habt mich überzeugt. Vielleicht kann ich dort ein paar Informationen sammeln. Heute Abend um 6. Hier ist der Pass, der euch im Händlerviertel legitimiert. Ein Pass? Tja, zusätzlich zur Quarantäne haben die Behörden in Vizima jetzt auch das Kriegsrecht verhängt. Wieso ist mir das entgangen? Es gilt nur für das Händlerviertel, das ihr nicht betreten habt. Was hat das mit Pässen zu tun? Nur die Bewohner des Viertels können sich frei bewegen. Ich habe ein Haus hier, daher konnte ich einen Pass beschaffen. Was ist mit meinem? Ich habe euch als Mitbewohner meines Hauses gemeldet, was natürlich nicht stimmt. Ja, aber trotzdem sehr praktisch. Also heute Abend um 6, okay. Sollte ich nicht verpassen. Was willst du denn jetzt noch mit den Pässen, Geralt? Was ist mit den Pässen? Tja, zusätzlich zur Quarantäne haben die Behörden in Vizima jetzt auch das Kriegsrecht verhängt. Das wissen wir doch schon. Wieso ist mir das... Es gilt nur für das Händler... Was hat... Nur die Bewohner... Was ist mit... Ich habe euch... Was ne... Also Geralt, warum stand das noch im Plaudu? Du solltest mal besser zuhören. Hört. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte gemacht? Ich analysiere das alles noch. Geralt. Okay, das war's dann wohl. Wir könnten hier pennen, aber das haben wir bestimmt nicht nötig. Wir sehen uns später. Und das war's nun erstmal. Ja, die Quelle, ich sollte Triss meine Hilfe anbieten. Natürlich.
Vielleicht sollte ich mit Riss über die Probleme mit meiner Psyche sprechen. Ja, quatsch ich aus, Geralt. Vielleicht hilft es, meine Erinnerungen zurückzuerlangen, wenn ich mit Leuten spreche, die mich einst kannten. Ich muss 3 magische Sensoren aufstellen, eine nahe dem Rathaus, eine weiter am Eingang der Kanalisation und noch was. Ich bin zu einem Empfang im Neu-Narakord eingeladen. In Wiesemar ist der Notstand ausgerufen worden. Ich muss mir dessen bewusst sein, wenn ich mich hier bewege. Jo, das war's. Also auf dieses Bankett freue ich mich schon irgendwie, vor allem wegen Prinzessin Edda. 8 Uhr? Ja gut, jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ich guck mir mal den Spiegel an, mit dem sie gelabert hat. Aber das war nicht dieser. Das war doch so ein großer Spiegel, oder? Hat sie so still und heimlich um die Ecke gemacht. Ich guck mich hier mal um. Ein Teleporter? Triss hat einen Teleporter? Ah, das ist auch der Spiegel, mit dem sie gelabert hat. Na, aber ich habe ein Spiegelbild. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wen nagel ich als nächstes an die Wand? Wir könnten wieder zum Sumpf, wir könnten zu Kalkstein oder wir bleiben hier. Nee, das lasse ich mal. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Schließlich ist das alles hier neu. Sie hat ein schönes Haus. Also, das ist ihrs. Nicht schlecht. Also, vollgestopft. Mit sonst was für ein Zeug. Was ist in der Truhe drin? Ein Buch. Zauberinnen und Zauberer. Ja, natürlich hat sie so ein Buch. Ist ja wohl klar. Jo, dann gehen wir runter, würde ich sagen. Gucken uns in der neuen Gegend mal um. Ein bisschen die Orientierung finden. Da hinten haben wir aber noch ein Bücherregal. Warum ist die Tür verschlossen? Die schmutzigen Geheimnisse der Triss Marigold. Monstrum oder wahrhaftige Beschreibung der Hexe. Haben wir bereits gelesen, aber egal, wir können es ja verkaufen. Die Pogrome in Rivien. Die Geschichte der Pogrome gegen Anderlinge in Rivien. Ja gut, so ein Geschichtsbuch. Nehmen wir alles mit. Ach, was ist denn heute schon wieder los? Schon wieder so einen kleinen Frosch im Hals, ey. Entschuldigung. Abgeschlossen, ja. Wusste ich davor schon. Hier geht's raus und hier geht's auch raus. Dann gucken wir eben nochmal kurz, was Triss so zum Anziehen hat. Ein Bier, super. Das steht ja bestimmt gut. Okay. Das Händlerviertel. Da wollten wir ja schon länger hin, aber erst jetzt geht's in Kapitel 3. Mich geirrt haben übrigens. Es muss noch ein 4. Kapitel geben. Ich bin in der Zeitlinie gerade ein bisschen verrutscht. Naja, freue ich mich umso mehr drauf. Tja, da speichert er erstmal. Hat ja auch einiges zu verdauen. Ich bin ja. Was ist denn jetzt los? Ihr da! Bleibt sofort stehen! Ja? Euren Pass! Ihr übertreibt es mit den Pässen. Beschwert euch beim König, wenn ihr es nicht lassen könnt. Er ist zurückgekehrt? Nein, aber alle neuen Erlasse tragen sein Siegel. Ihr dürft gehen, Hexer. Lebt wohl. Solange du mich jetzt nicht alle 2-3 Minuten nach dem Pass fragst, ist ja in Ordnung. Ich mag mich zwar von der Politik fernhalten, spüre aber, dass ich in Wiesemar, was auch immer. Hallo. Alle haben Angst. In dem Distrikt geht gar nichts mehr. Ja, mag sein. Wir gucken mal auf der Karte. Ach, herrje. Wo soll ich denn da anfangen? Öffentlich. Ungeheuer auf den Straßen. Wo denn? Warum hat der König die Zünfte nicht bewaffnet? Vielleicht will er alle bewaffneten Männer kontrollieren. Wer das weiß. Das Militär mischt sich in die Angelegenheiten der Zünfte und des Stadtrates ein. Weißer Wolf, hättet ihr einen Moment Zeit? Sprecht. Ich habe da ein wertvolles Buch. Interessant. Ich hoffe, ihr löst damit die Probleme in diesem Viertel. Und ich bin meiner Schuld bei Leuwarden ledig. Danke. Hä? Du gibst mir ein Buch und erhalten Physiologus. Was? Ich glaube, das sollte ich lesen, oder? Wenn ich einfach so ein Buch. Oh Gott, ich muss unbedingt in mein Lager, ey. Schau dich das an. Was habe ich jetzt bekommen? Ein berühmtes Bestarium. Es enthält Informationen über viele Ungeheuer. Super. Das ist toll. Das werden wir nämlich brauchen zum Ausnehmen. Mal gucken, was wir kriegen. Ungeheuer Totenköpfer, Zutaten Bestienleber, Zutaten Sehnen, Ungeheuer Zeugel, Zutaten Zeugliftserum, Ungeheuer Königswiefern, Igitt, Toxin, eieiei, ist das ein geiles Buch, Flügelmembran, Giftdrüsen, Watcherneupriester, Watcherneuschuppen, Watcherneublase, heute alles im Angebot von Watcherneu, Stein von Üs,
Golem. Warte, hört das auch nochmal auf. Golem, Obsidianherz, Ungeheuer Garkin, Garkin Speichel, Wolf. Sag bloß, ich hatte noch nie einen Wolf. Hexmann? Hexmann, yeah. Hexmann. Egal. So, ja, das war ja ein tolles Buch. Da muss ich mich bei Lovaten wohl Klatsch und Gerüchte. Bedanken. Nur Palasthöflinge sind noch schlimmer als Markthändler. Seit wir die Anderlinge vertrieben haben, ist es viel schöner in der Stadt. Okay, so, was macht ihr da? Bist du besoffen? Wir wollen keinen Ärger. Ich auch nicht. Notstand heißt, wir beobachten Typen wie euch. Jo. Was? Was? Ihr seht nicht wie ein gewöhnlicher Vagabund aus. Ich behalte euch im Auge. Gut, macht das. Hier kommen wir nicht durch, ist ja offensichtlich versperrt. Das hier müsste ja noch zu Triss Haus gehören, oder? Ja, da steht Triss. Triss Haus, gut. Dann sind wir in der Ecke schon mal fertig. Wir müssen das alles natürlich wieder ein bisschen mit System versuchen abzuklappern. Hier ist ja schöne Musik. Hey, cool. Das kannst du ja toll. Warum schlug der Druide der Stadtwache ins Gesicht? Das war ein natürlicher Reflex. Wow. Soll das lustig sein? Oi, bist du toll. Darf ich auch mal trommeln? Meine Beine fangen einfach an zu tanzen. Dann will ich zum Arzt gehen. Ich liebe diese Melodie. Hört einfach zu. Hm? Nicht stören. Okay, die Musikgruppe dürfen wir nicht stören. Dich nochmal. Hast du noch einen dummen Witz auf Lager? Warum habe ich keinen Job als königlicher Beamter bekommen? Ich verabscheue Bestechung. Oh Mann, ein Brüller nach dem anderen. Komm, noch einer. Warum schlug das Wein? Okay, das war's anscheinend schon. Dir gefällt's, ja? Wenn mich noch einmal ein Soldat belästigt, zeige ich, wozu ein aufgebrachter Edelmann fähig. Ich hoffe, Jacques de Aldersberg gibt einen wunderbaren Ball. Ja. Gradovid. Ich höre oft von Banditen, die das Salamanderabzeichen tragen. Ja, habe ich auch schon öfters gehört. Warum hat der König die Zünfte nicht bewaffnet? Vielleicht will er alle bewaffneten Männer kontrollieren. Kennen wir schon. So, ich schnapp mir mal dieses Nieswurz hier und gehe da rein. Keine Ahnung, was da ist. Ein Haus. Einfach mal gucken. Vielleicht finden wir was Spannendes. Hallo. Diese Schwelle ist zu hoch für Hexerbeine. Aha. Ein Hexer, versteckt eure Frauen. Ja, da hast du recht. Der Preis von Schwefel fällt durch den Zollkrieg in Redanien. Unbequem. Mein Zahn tut weh. Tja, das war in der Zeit bestimmt immer eine schwierige Sache, wenn da ein Zahn weh tut. Mein Inventar ist voll, Leute. So, ihr habt es echt geschafft. Ich kann nicht weiter erkunden. Ich brauche eine Taverne. Hier im Händlerviertel gibt es bestimmt eine, oder? Wir werden unser strukturiertes Durchkämmen des Händlerviertels kurz unterbrechen müssen für eine Notaufnahme in der Taverne. So, ich gucke mir mal an, was wir da haben. Wir haben die Schmiede. Noch ein Schmied. Kräuterkundler, da könnte ich zumindest Zeug verkaufen. Aber hier ist das Gasthaus von Neu-Narakord. Und da will ich hin. Ich hoffe, das ist nicht wieder so eine Spelunke wie das letzte Mal. Also, wenn ich jetzt da lang laufe. Moment. Bis ich mich hier wieder zurechtfinde. Das dauert. Aber nee, ich bin richtig. Geradeaus und dann rechts wäre mein Ziel. Also, quatscht mich nicht an. Ich habe was zu tun. Weißhaar, ich gestehe, ich bin... Ja. Später. So, das Maribor-Tor. Und jetzt nach rechts, dann müssten wir... Das Zimmer hier vielleicht schon. Oh, das Gasthaus. Und dann komme ich da irgendwie durch da hinten? Geht das? Die Treppe hoch vielleicht? Nee, die Treppe will er nicht hoch. Geralt hat Angst vor Treppen. Was zu trinken, der jetzt ganz schön. Kann ich da wo rein? Es muss hier irgendwo zum Gasthaus gehen oder von der anderen Seite wahrscheinlich. Ach, wie doof, ey. Aber von der anderen Seite geht doch eigentlich auch nicht, wenn ich mir das... Ah, da rein. Ihr entführt Kinder und macht sie zu Hexern. Ja, immer diese Märchen. Da und dann nach links, dann müssten wir da sein. Jawohl, Neu-Narakord, hier ist auch ja irgendwo dieses Bankett später. Oh, das sind ganz viele wichtige Menschen, die ich jetzt aber noch nicht bequatschen will. Und bestimmt neue Quests an der Anschlagtafel, aber... Erstmal da rein. Bestimmt auch ein paar Leute, denen wir gleich mal quatschen können, wenn wir eh schon mal da sind. Räumen wir das Feld halt von hinten auf, was soll's. So. Jo, ich höre schon wieder die Schlägerei, wie immer. Das müssen wir natürlich auch wieder machen. Aber zuerst will ich ein bisschen was loswerden. Die Kellnerin
kann mir da bestimmt helfen mit dem... Ich nehme gleich eure Bestellung auf. Okay, mit der können wir nicht schütteln. Das macht aber auch nichts. Ich will ja nur das Zeug loswerden hier. Hopp, verkauf den Mist. Wenn ich ein bisschen mehr Platz habe. Was ist das? Zuckerpuppen? So ein Blödsinn brauche ich nicht. Den Roséwein hebe ich mir mal auf. Ein Bier hebe ich mir auch auf. Vielleicht muss ich gleich wieder mit jemandem saufen. Hundeteil brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Das Quest haben wir hinter uns. Hoffe ich mal. Den Fusel hebe ich mir auf. Das Bier kommt weg. Ein Bier reicht, eine Biersorte. Gänseschmalz, das Zeug lasse ich mal drin, aber das werde ich gleich ins Inventar legen. Ins Lager. Patrick von Weise, ein grüngeschriebener Kerl, der wird wohl wichtig sein, aber ich gehe jetzt zum Schankwirt. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Davon gehe ich stark aus. Bleib stehen! Ja, mein Lager. Und die ganzen Bücher will ich eigentlich verkaufen, sobald es geht. Was kann ich denn definitiv? Ich kann das weglegen. Das kann ich mir später erholen, wenn ich das dritte zusammenbekomme. Falls ich es irgendwann mal zusammenbekomme. Ich habe so das Gefühl, ich habe da ein paar übersehen. Ich weiß nicht. Das ist schon so lange her, dass ich da was machen konnte. Diese blöden Salamanderbroschen, ey. Die nerven mich. Aber wie? So, noch etwas, was ich nie verkaufen wollen würde. Ne, der Rest könnte theoretisch weg. Fistech kann theoretisch weg. Der Meteorit kann da noch rein. Ah, genau, das Fett. Das Fett, das kann da rein. So. Der Rest ist verkaufenswürdig. Okay, gut. Dann würde ich sagen, setzen wir unsere Untersuchungen fort. Fangen wir doch einfach mit dir an. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Ja, wir reden mal eine Runde, ne? Erzählt mir von den Treffen, die oben stattfinden. Der edle Leuwarden von der Kaufmannszunft mietete den ersten Stock meines Gasthauses. Ich soll Essen und Trinken liefern und den Mund halten. Ich bin eingeladen. Erzählt mir mehr. Seid ihr? Dann wisst ihr, was ihr wissen müsst. Wenn nicht, so respektiert mein Schweigen. Vielleicht löst etwas Gold eure Zunge. Ich mag Gold, aber ihr könnt mir unmöglich mehr zahlen als Leuwarden. Außerdem will ich seine Unterstützer nicht verprellen. Wer unterstützt Leuwarden? Ruhe, ich habe schon zu viel gesagt. Okay, Leuwarden ist ein mächtiger, einflussreicher Mann. Ich hab's verstanden. Vergebt mir, ich bin beschäftigt. Na komm. Vergebt mir. Oh, du hast noch ein paar Gesprächsmöglichkeiten gehabt, du Penner. Na gut, später halt, das vergisst er eh bald wieder. Feuerstein, nee, ey, Leute, ich hab keinen Bock auf. Ich muss verkaufen, auch wenn es nicht viel bringt. Ich brauch das Geld. Ich will endlich eine neue Rüstung oder sowas. Käse, Warum alles mitnehmen hier? Ist egal. Wenn ich halt nochmal zur Kellnerin Verkaufsangleich. Meine Steuern ernähren die Trottel im Rathaus. Aber gut zu wissen, dass dieses Bankett da oben stattfindet, dann wissen wir ja schon mal, wo wir dann hin müssen um 18 Uhr. Alle beschweren sich über Folters, aber wartet nur, bis Ada den Thron besteigt. Ja, und dann? Die Zeit vergeht schneller in angenehmer Gesellschaft. Ich mag diesen Ort. Na. Ich weiß ja nicht. Ich könnte gerade wunderbar eine Geschichte erzählen. Ich höre sehr gern zu. Meine Kehle ist trocken. Bringt mir was zu trinken und ich teile mein Wissen gern mit euch. Genau aus diesem Grunde. Was hättet ihr denn gern? Milch. 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 Das habe ich leider nicht. Kellnerin, ich brauche Milch. Wo ist sie denn? Ich glaube irgendwo da hinten, oder? Kellnerin? Stehst du nicht? Nee. Wo ist die Kellnerin? Ich bin gerade blind, oder? Sie hat gerade Mittagspause. Stadtbewohner? Da steht eine wohlhabende Stadtbewohnerin. Schankwirt? Hey, komm, kannst du mir nicht was geben? Vergib mir. Oh, wo ist denn die Kellnerin jetzt? Ah, da. Wie kann ich... Ich brauche Milch. Nicht für mich, wohlgemerkt, aber... wo ist er dann? Roggenwodka, Kräuterwodka. Habt ihr überhaupt sowas wie Milch? Den
Sumerischer Brand. Weißwein. Bier. Sieht schlecht aus. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch Milch haben. Hammelbein. Und Wassermelone. Es gibt keine Milch hier. Also. Sumerischer Brand. Alkohol. Alkohol. Zuckerpuppe. Ist aber auch keine Milch. Also, Hundetalg. Met. Ich gehe es jetzt nochmal durch, sorry, aber es kann doch nicht sein, dass die keine Milch haben. Wenig Alkohol, stark Alkohol. Nö, es gibt keine Milch. Faszinierend. Na gut, dann muss diese Geschichte warten, bis ich irgendwann mal Milch finde. Tja, das ist halt eine Rarität hier bei The Witcher. Hier gibt es nur Alkohol. Ach Gott, Rittersporn. Mensch, was machst denn du hier? Geralt, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich bin nicht in der Stimmung für Musik. Wir sehen uns später. Geralt, ich habe versprochen, diesen Leuten aufzuspielen, aber ich habe meine Laute nicht. Dann habt ihr ein Problem. Geralt! Tja, was ist mit eurer Laute geschehen? Lange Geschichte und irgendwie peinlich. Was zu trinken? Ja, hau rein. Aber nur Bier heute. Ich habe keinen Bock, wieder besoffen rumzurennen. Och komm, ich will mich nicht wieder wegsaufen. Er sagt mir einfach, wo deine Scheißlaute ist. Ach, das Spiel ist doch gemein. Dann trink halt einen Wein, dann sind wir halt wieder Hacke. Schlimm, schlimm. Ei, komm schon! Was willst du denn jetzt noch? Hast du eigentlich Milch? Ich hätte gerne mit. Ey, das hört nicht mehr auf. Das hört nicht auf. Habe ich noch ein Bier? Nö, das restliche Bier habe ich verkauft. Toll. Toll. Ich will jetzt nicht anfangen mit Wodka. Ich habe noch Wein, aber... Met, komm, Met. Das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Wenn ich jetzt... Man muss ja doch mal sagen, dass gut ist. Endlich. Ah, ich habe vergessen, wie hart im Nehmen ihr seid. Jetzt mach einfach. Habt ihr genügend Mut, um mir von der Laute zu erzählen? Ich glaube, meine Laute ist im Haus eines reichen Kaufmanns. Es steht an der Westseite des Salzplatzes. Und ich kann hier nicht weg. Die Menge wartet. Aha. Toll. Warum habt ihr mir das nicht eher gesagt? Der Kaufmann erwischte mich, wie ich seiner Tochter Unterricht gab. In was? Ruhig, Geralt. Musik. Mhm. Klar. Na gut. Ich hole die Laute. Wunderbar! Was ist so Besonderes an dieser Laute? Ich bekam sie von Toroville, damals im Blumental. Schon vergessen? Wer ist Toroville? Die Elfin aus den Blauen Bergen. Hier habt ihr ganz schön die Nase verbeult, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Wo ist sie jetzt? Angeblich soll sie sich den Skoyatel angeschlossen haben. Ich frage mich, ob sie noch lebt. Okay. Im Blumental? Ich habe sogar eine Ballade darüber geschrieben. Wo der Teufel gute Nacht sagt. Die singe ich heute Abend. Ich erinnere mich nicht. Ja, was ja auch stimmt. Rittersporn braucht seine Laute. Er hat sie in einem gewissen Haus mit Wiesima zurückgelassen. Das kann ja nur Ärger geben. Ah. So, können wir noch was machen? Habt ihr genügend Mut, um mir... Ich glaube... Das haben wir schon gehabt. Ich würde gern... Okay, geht nicht. Okay, dann hat sich das erübrigt. Ja, super. Jetzt bin ich wieder besoffen, ey. Heute Abend habe ich ein wichtiges Bankett. Das macht einen tollen Eindruck. Patrick, wer bist denn du? Ein Hexer. Es hieß, eure Art wäre ausgestorben. Beinahe. Ich bin Geralt. Ich möchte meinen richtigen Namen lieber nicht nennen. Ihr wisst schon, Rittergelübde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich Patrick de Vaisy nennen. Von der... Flammenrose? In der Tat. Ich gehöre dazu. Vielleicht könntet ihr mir beistehen. Wobei? Meine Schwester.
Wollt ihr euch ihre Geschichte anhören? Eines Tages fanden wir sie bewusstlos im Bett. Blut lief aus Bisswunden an ihrem Hals. Wir hatten keinen Zweifel. Ein Vampir. Bisswunden müssen nicht zwangsläufig von einem Vampir stammen. Diese schon. Nach einer gewissen Zeit verschwand meine Schwester. Sie muss verwandelt worden und dann geflohen sein. Wenn sie eine Vampirin ist, muss ich... Ich möchte nur, dass ihr sie findet und unseren Verdacht bestätigt. Okay, Patrick Swayze. Dann werde ich danach mich kümmern. Aber... Naja, ich weiß nicht, sollten wir dann eigentlich töten, wenn wir sie finden, oder? Naja. Na gut. Ich suche nach eurer Schwester. Ihr solltet keine Mühe haben, sie zu erkennen. Niemand übersieht ihre azurblauen Augen. Sie ist eine schlanke, wunderschöne Blondine. Ich werde tun, was ich kann. Vielleicht töte ich sie ja doch nicht. Ich versprach, das blauäugige Mädchen zu finden, das von einem Vampir gebissen wurde. Ja? Kennt ihr einen Siegfried von den Esle? Oh ja. Was gibt es Neues über ihn? Er soll befördert werden. Wahrscheinlich ist er es schon. Wir reden nicht miteinander. Könnt ihr sagen, warum? Seit dem Sumpf ist er völlig verändert. Ich sagte zu ihm, ehrenwerter Siegfried, ich gratuliere euch. Eure Ehre und euer Glaube haben den heidnischen Pöbel vertrieben. Er sah mich seltsam an und antwortete, ehrenwert? Vielleicht. Ehre und Glaube? Gewiss nicht. Wir waren siegreich, weil sie hungrig und schlecht bewaffnet waren. Ein bisschen Blut und schon vergisst er alles über Ehre. Er sollte dem Beispiel seines Vaters folgen. Wo kann ich ihn finden? Seinen Vater? Er wurde von einer Manticora getötet. Ich meinte Siegfried. Er bildet vor dem Sitz des Ordens im Tempelbezirk Rekruten aus. Okay, garantiert wird er mich wieder fragen, ob ich ihm beitreten will. Vielleicht. Was heißt in diesem Ding? Dann geh raus. Mal gucken, wen kann ich noch dumm anmachen? Also. Endlich eine Ruhepause. Okay. Ohne Ungeheuer und Banditen wäre diese Stadt beispiellos schön. Alle beschweren sich über Folter. Aber wartet nur, bis Ada den Thron besteigt. Was macht denn eine wohlhabende Stadtbewohnerin hier? Mir scheint, ich habe von euch gehört. Ich erinnere mich nicht an den Zusammenhang, aber ich weiß noch, es war eine blutige Geschichte. Tolle Idee. Endlich eine. Das wird wohl stimmen. So, diese Sicherheitswache wird mich wahrscheinlich noch nicht nach oben lassen, erst wenn 18 Uhr ist. Oder? Meister Leuwarden bittet um 6 Uhr heute Abend um eure Gesellschaft. Ja, da ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ich gehe mal ins Fassregal, ich habe ja noch nicht genug, ne? Gib mir noch ein bisschen was hier. Ey, Geralt, komm. Du sollst es ja nur in dein Inventar, du musst es nicht gleich saufen. So, das hat ganz schön viel gekostet. Bist du jetzt? Na, ist bestimmt... Oh, eine Katze. Das ist ein Hund. Ich glaube, eine Katze. Bist du immer noch sauer? Vergib mir. Ja, ich muss einmal die Taverne verlassen, damit das geht. Verwette ich zumindest mal. So. Das haben wir erledigt. Dann... Mit denen haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Obwohl, mit dem Kaufmann da hinten. Ich will es mal kurz probieren. Zeit vergeht ja. Schneller. Ja, mit den zwei Damen haben wir auch gesprochen. Dann bleibt ja nur noch die Dunkelecke. Da habe ich überhaupt keinen Bock jetzt, aber muss halt sein. Das Quest geht jetzt weiter. Wo ist der Typ mit dem Namen? Andreas Goplotter. Goplotter. Ja, lass dir mal einen neuen Spruch einfallen. Einst war ich unbesiegbar. Die große weiße Hoffnung. Hä? Jetzt hänge ich in Drecklöchern rum. Wegen eines einzigen Kampfes. Ihr wart ein Krieger? Ein Boxer. Ich hatte massenweise Fans. Frauen. Gold. Und jetzt? Was ist passiert? Die Ringrichter hatten was an Tiefschlägen auszusetzen. Ich wurde disqualifiziert. Aha. Ich kämpfte. Bis... Ja, bis wann? Bis? Ich gegen den Löwen kämpfte. Hat er... Ein Schlag. Tödlich. Und mir war klar, gegen den gewinnst du nie. Seither trage ich eine Kapuze, damit niemand mich erkennt. Nach einem einzigen Schlag? Es war eine spirituelle Verwandlung. Aber mit euch kann ich es aufnehmen. Wie wär's mit einer Wette? 200 Orens. Nur? Aber nicht erhöhen? Gibt es Regeln?
Keine Waffen. Keine Rüstung. Gut. 200 Orens. Mann, oh Mann, was für ein Emo. Ich bin dabei. Tja. Dann machen wir dich mal fertig. Okay, erstmal altbekannt. Hä? Au, oh, okay. Ich glaube, der ist fies, ey. Ich glaube, der ist fies. Komm, jetzt. Hä, was ist das für ein Symbol? Ich glaube, ich kann den nicht besiegen. Ich habe nämlich... Oder? Nee, jetzt mal cool. Jetzt mal cool, jetzt mal cool. Komm, mal verteidigen. Und los. Ah, doch, es geht, glaube ich, oder? Aber diese neue Anzeige da unten, die ist mir irgendwie neu. Ich weiß nicht. Ich kann den, glaube ich, nicht besiegen, habe ich das Gefühl. Da stand nämlich auch, ich muss meine Fähigkeiten steigern, um diesen Typen zu besiegen. Was auch auffällig ist, ist, dass der Typ da gerade in Gelb steht. Der macht mich fertig, ey. Krass, scheiße. Obwohl, ne, eben habe ich ihm doch Schaden gemacht. Also, es geht anscheinend doch. Ich stelle mich nur gerade blöd an. Keine Herausforderer? Bin echt verwirrt gerade. Ah, der geht, komm. Meine Fähigkeiten sind gut genug. Ich habe nur ein bisschen warm werden müssen. Das ist der Alkohol. Man sollte ja mit Alkohol auch nicht unbedingt kämpfen. Seltsam. Ich habe die Energieleiste da unten noch nie registriert früher. Oh, oh. Keine Herausforderung. Oh, komm. Verteidig dich, Geralt. Verteidigen. Er verteidigt sich nicht, obwohl ich rechts drücke. Ich glaube, ich muss nochmal machen. Peinlich, ich bin noch nie gestorben bei sowas. Verteidig dich. Oh, jetzt hat er mich. Alter, wie krass. Zum ersten Mal, dass ich... verloren habe in diesem Spiel. Da liege ich down. Na gut, es macht ja nichts, ja kein Tod. Nur die Wette verloren, das schöne Geld. Keine Herausforderer? Also irgendwie war ich war total verwirrt gerade, ich weiß auch nicht. Diese Powerleiste, die ich da anscheinend hatte, die ist mir noch nie aufgefallen. Andreas Gablodder. Ganz ruhig. Kommt morgen wieder, wenn ihr erneut 200 Orens verlieren wollt. Ja, definitiv, ey. Das kann ich ja nicht auf mich sitzen lassen, ey. Ach, scheiß Alkohol, daran lag. Guckt ihn euch an, der kann ja gerade nix. Interessant. Das hat mich jetzt echt ein bisschen überrascht. Voll eins auf die Fresse bekommen, der Geralt. Meine Güte. Ich mach das nochmal, wenn ich nüchtern bin. Daran lag's bestimmt. Und... wie war das mit dem Quest? Das stand doch jetzt drin. Ich muss meine Fertigkeiten steigern. Ah, ne, und nicht um Andreas Gablodder zu besiegen, sondern und ihn zu besiegen. Das heißt, ich kann ihn schon besiegen. Das ist mir am Schluss dann auch aufgefallen, als Geralt mal getroffen hat. War dann ein bisschen zu spät. Den schaffe ich nächstes Mal. Aber der Alkohol ist gerade weg, theoretisch. Ich werde jetzt mal Folgendes probieren. Also der Alkohol ist so gut wie weg, aber ich denke, der wird jetzt mich nicht mehr beeinträchtigen. Ich will jetzt zum einen will ich mit dem Wirt sprechen. Ich will nochmal regenerieren. Oh, es regnet. Die geht. Dann gehen wir gleich wieder rein. Oder ich nehme mal die Quests mit, bevor ich die vergesse. Ach, hey, haben wir da wieder viel zu tun, Leute. Der Wiefern-Vertrag. Kann ich mir das... ja, ich muss es erstmal kaufen. Der Kikimore-Vertrag. Der Ghoul-Vertrag. Der Flatterer-Vertrag. Lugorgo-Vertrag, Grevier-Vertrag und der Arschbohr-Vertrag. Also das ist irgendwie nichts Neues, ein bisschen enttäuschend. Ich werde mir das eben mal reinziehen, damit ich das gleich in mein Lager stecken kann. Für die Fangzähne der als Flatterer bekannten Vampire, die Unruhe in Wiesima stiften, hat Stadtvogt Wellerath eine Belohnung ausgesetzt. Um die Belohnung zu erhalten, muss der Jäger Fangzähne von 3 Flatterer holen. Der Ghoul-Vertrag. Okay, ich überfliege das jetzt. So spannend ist das ja nicht. Auch hier der Stadtvogt. Als Beweis müssen Fiolen dieses besudelten Blutes ins Wachlokal gebracht werden. Der Gorgo-Vertrag. Mal wieder. 5 Gorgonenfedern brauchen wir diesmal. Ah. Und hier haben wir teilweise schon was. Den Flatterer-Ding ist das Hammer schon. Das ist natürlich praktisch, wenn wir brav hier unsere Gegner gemacht haben. Aber die anderen Sachen, die sind neu. Arschespur, 3 Fiolen, Arschesporensaft, das könnten wir vielleicht auch haben. Und der Greviervertrag. 5 Greviere muss ich töten. So, was ist das? Da oben noch? Kikimore.
Das ist definitiv neu. 10 Klauen davon. Und der Wiefernvertrag. 3 Scheiben Fleisch. Mist, das hatte ich mal. Mist. Habe ich aber verkauft. Na gut, muss halt wieder machen. Ist egal. Okay. So. Lass gerade mal die Quest durchgehen, ob wir eventuell noch was haben, aber ich glaube es ja mal nicht. Und dann werden wir eine Stunde schlafen, nochmal uns prügeln. 11.30 Uhr, ja, das passt. Hey, du klaust mir nichts hier, oder? Meine Mutter will nicht, dass ich mit Fremden rede. Dann geh weg. So. Ah, den mach ich jetzt platt, hey. Kaplotter. Spielt sich da auf wie so ein Emo-Rocky und dann macht er mich sogar noch fertig. Was soll denn das? So, ich hoffe einfach mal, dass der jetzt wieder nett ist, der Schank. Wer da? Muss doch nett sein, komm. Ihr seid herzlichst willkommen. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Auf einmal bin ich wieder herzlich willkommen. Anzeige? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja, das Wühlwurmfleisch. Habt ihr 3 Stücke davon? Nee, ich hab das gegessen, tut mir leid. Noch nicht. Keine Eile. Ihr seid... Kann ich... So, weiter geht's. Ja, reden wir doch mal noch ein bisschen Smalltalk hier. Reizendes Gasthaus. Ihr habt gewiss viele illustre Gäste. Stimmt. Doch seit der Notstand gilt, waren's nicht so viele. Noch andere interessante Kunden? Ihr seid neugierig. Ein schlechter Zug. Ich habe auch einen schlechten Zug. Ich bin habgierig. Hab's verstanden. 233? Warum so eine beknackte Zahl? Ach, es lohnt sich garantiert nicht, aber ich mach's halt. Ich wusste, wir einigen uns. Ich hab nichts mehr dagegen, über meine Kunden zu tratschen. Ich bin ganz Ohr. Diese dubiosen Typen kommen schon eine ganze Weile her. Die Soldaten stellen sich blind. Ich nehme an, sie tragen Salamander-Abzeichen. Ihr kennt sie. Mal mitgehört? Sie sprechen leise. Hab wenig verstanden. Na, dann lass mal hören. Ich bin sicher, sie haben etwas Interessantes gesagt. Sie sprachen von einem Passwort für eine unterirdische Anlage. Oder war es eine Werkstatt? Was war das für ein Passwort? Einer sagte das Wort Dorn. Danke für die Information. Adieu. Also wenn das wirklich das Passwort oder das Teil eines Passwortes war, dann war das wirklich mal sein Gold wert. Immerhin. Vergebt mir, ich bin beschäftigt. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Vergebt mir, ich bin beschäftigt. Oh Mann, ich muss doch noch pennen. Wer bist denn du? Süßes Nichtstun. Ah, so siehst du auch aus. Okay, jetzt muss ich nochmal raus und rein, damit ich schlafen kann, damit ich regeneriert bin. Und Gablotter! Eins auf die Schnauze gebe. So, da bin ich wieder. Hallo, es regnet immer noch und tschüss. Meine Verträge muss ich auch noch da reinpacken. Ist nur Platzverschwendung. Na komm, jetzt lad nicht so ewig lang rum, du warst eben drin. Merk dir doch mal was. Was ist denn jetzt los? Ach, ich hab schon gedacht, die Kamera spackt wieder rum. So, mein Freund. Ich habe nicht alle Tage illustre Kunden wie euch. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? So. Jo. Tu mir erstmal das Zeug weg. Und dann wird gepennt. So, dann haben wir auch wieder schön Platz hier, um uns den Rest dieser wunderschönen Stadt anzugucken. Gib mir ein Zimmer. Ich habe... Kann ich... Ich brauche Ruhe. Habt ihr ein Zimmer? Ja, 5 Orens. Wow, das ist ja billig. Das ist schön preiswert, aber gut. Dieses Zimmer, ne? Naja. Eine Stunde bitte nur. Ich hoffe, dann bin ich da oben auch regeneriert. Ich hoffe, das dient als Vollheilung. Ist ja eigentlich Sinn und Zweck meines Schlafens gerade. Geralt, nur eine Stunde. Geralt? Schon gedacht hier.
Jo, ich bin voll und jetzt probieren wir es noch einmal mit Gablotta. Das ist das Letzte, was wir heute tun. Hallo, da drüben. So, ich mach mal einen Quicksave. Obwohl, ich darf den Quicksave ja eh nicht benutzen, wenn ich jetzt verrecke. 200 Orens. Genau. Diesmal bin ich auch nüchtern. Ich bin dabei. Und hab die Anzeige verstanden, die mir warum auch immer davor nie aufgefallen ist. So, gleich mal in Verteidigungsposition. Okay, der weicht gut aus da. Der ist anders wie die anderen. Aua. Ich darf auch nicht da volle Pulle geben, ansonsten trifft er mich. So, immer so Dreiviertelpulle anscheinend. Ja. Dreiviertelpulle passt. Dann kommt er nämlich nicht zum Verteidigen. Und es tut richtig weh. So, einfach. Eigentlich einfach, ne? Wenn man es weiß. So, schön getroffen. Gleich haben wir ihn. Also, das war ja diesmal ein Witz. So, gut, dann haben wir zwar nichts gewonnen durch den Kampf, aber egal, das Quest geht weiter. So macht man das, Gablotta. Yeah, lass dich feiern, mein Freund. Der sieht ja viel mächtiger aus da, aber naja. Habt ihr mit dem Löwen trainiert? Ich bin ein Hexer. Ich gewinne. Nehmt euch euren Preis. So, wir können das Meteoritenerz und den Runenstein nehmen. Oder wir nehmen das magische Zeichen und den Runenstein. Oder wir wollen Gold. Nee, Gold fällt auf jeden Fall mal flach. Magisches Zeichen? Nee. Ich hätte doch lieber dieses... Aber Moment mal, dieses Meteoritenerz ist doch das alte, oder? Ah, Mist, das weiß ich jetzt nicht, was der für ein Meteoritenerz meint. Wenn der dieses alte meint, wär's blöd. Aber warum soll der das alte meinen, komm? Ich nehme das Meteoritenerz und den Runenstein. Nehmt es und schert euch fort. Du bist auch ein schlechter Verlierer. Naja, so, jetzt gucken wir mal, was wir bekommen haben. Roter Meteorit... Ah, nee, der Runenstein ist das Gute. Der rote Meteorit, das ist die Waffenausbaustufe 15, die wir schon hatten. Mist, ich hätte doch das magische Zeichen nehmen sollen, aber... Was für ein magisches Zeichen denn? Hm, jetzt ist es passiert. Oder ich verwechsel es gerade und das rote ist das, was ich brauche. Kann ich das nicht irgendwo nachgucken? Meteoritenschwert. Ah, blau. Ha, es passt. Es passt wunderbar. Ich habe damals drei blaue gehabt und das muss mein drittes rotes sein. Das heißt, wir können hier endlich mal was ausbauen. Plus den Runenstein. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Da freue ich mich doch jetzt schon drauf, wenn wir den Schmied besuchen werden. Das werden wir das nächste Mal auch und vieles andere. Bis 18 Uhr ist ja noch ein bisschen Zeit. Jo, vielleicht haben wir auch dieses Bankett noch vor uns. Freut euch schon mal drauf. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher.